Jawohl, und damit einmal mehr willkommen zum Karrieremodus mit Holstein Kiel mit FIFA 15 2.0 auf Multium. Wir sind also jetzt vom zweiten Saisonspiel gegen Energie Cottbus und ich würde sagen, nach dem wirklich guten Auftakt gegen Halle fangen wir aber gleich an mit dem zweiten Spiel. Heute also dann das erste Mal zu Hause, Cottbus in Schwarz und ich lasse das jetzt bei den 6 Minuten. Wir spielen natürlich wieder auf Weltklasse. 14 Uhr meine ich ist die Anstoßzeit, ich muss mal kurz gucken, Kamera ist alles in Ordnung und ich habe die Aufstellung jetzt so gelassen, wie sie war, mit Niarco und Schneller zentral und Janzer links. Wir haben ja zwei Verletzte plus einen momentan in der Aufbauphase befindlichen und ich würde sagen, es geht einfach weiter. Erstes Heimspiel beim Tabellenführer, der wir auch heute sicherlich bleiben wollen. Und ich bin gespannt heute auf dieses Spiel gegen Cottbus. Einige haben gesagt, ein Unentschieden wäre gut. Ich spiele natürlich auf den Erfolg, aber ich hoffe nicht, dass das letzte Spiel gegen Halle das Beste war. Gehen wir einfach rein in die Partie und hoffen, dass es so läuft beim letzten Mal mit diesem 5-4-1, das jetzt echt wunderbar geklappt hat gegen Kopenhagen und gegen Halle. Und ich habe das ja bereits gesagt, ich spiele jetzt auf Weltklasse. Das ist erst eines der wenigen Spiele, die ich auf dieser Schwierigkeitsstufe gespielt habe. Aber wollen wir einfach mal schauen, wie das läuft und wie sich das heute entwickelt. Geht dann ja am nächsten Dienstag, glaube ich, gleich weiter mit dem nächsten Auswärtsspiel in Würzburg. Also auch ein interessanter Gegner. Wenn man es so will, einer der 6 Aufsteiger. Der kommt noch an bei Schnellert. Nee, doch. Ah, schade. Wird er da gehalten von, war das jetzt Uwe Mörle? Ich glaube ja, aber es gibt Eckball. Okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich führe die Ecke mal kurz aus. Nicht zurückspielen, sondern irgendwie reinspielen. Ah, schade. Sollte da, glaube ich, für Niarco kommen. Ah, nein. Das war jetzt wirklich extrem doof. So ein guter Paso. Das ist der Angriff der Cottbusser. Ah, Matuschka, das ist natürlich schon eine gute Mannschaft, die wir hier zu Gast haben. Bin ich, nein! Oh, da haben wir Glück gehabt, dass sie sich da gegenseitig so ein bisschen den Ball und jetzt mal vielleicht den Konter gleich mal starten. Das war ja unsere Stärke gegen Halle. Mit Zierreis. Raus für Scheffler. Zierreis in der Mitte. Konnte ich nicht abspielen. Aber immerhin weiterhin Druck gemacht und zumindest mal die ersten 10 Minuten überstanden. Wo ist mal eine Anspiel? Da ist er. Nein, kein Abseits. Gut. Ich habe mir vorgenommen, heute euch auch nicht ganz so die Ohren voll zu brüllen, wenn ich hier die nächsten Tore schieße. Ich habe mich halt bei der letzten Aufnahme wirklich, oh Moment, sehr gefreut, weil das völlig unverhofft kam, dass ich dann auf einmal so offensiv dann diese Dinger zu Ende gespielt habe. Da habe ich mich wirklich gefreut. Wollen wir mal schauen, ob das heute zumindest annähernd genauso läuft. Wird jetzt schwierig sein, diese Leistung heute zu bestätigen. Weil das gegen Halle war schon, das war schon Abseits, das war schon was Besonderes, was ich da gespielt habe. Finde ich zumindest für mich so. Aber gut, Mannschaft ist ein bisschen anders. Das ist jetzt noch nicht Janzer. Janzer ist da vorne. Ja. Schade, gibt einmal für Energie. Oh! Das war wieder dieses, was ich schon oft gesagt habe, diesen Einwurf gleich mal geahnt und dann fast geholt, aber leider fehlt dann immer so dieser eine Schritt. Ja, ich habe jetzt erstmal gesagt, dass ich keinen weiteren Spieler verpflichte, denn ihr habt da ganz recht. Das habe ich in den Kommentaren auch gelesen. Wir haben mit Guda, meine ich, und Salem zwei Außenspieler. Gerade Salem ist eigentlich gar nicht mal so weit entfernt von Leverenz, den ich heute vielleicht nochmal bringen werde für die Schlussphase. Hoffentlich verletzen sich nicht heute die nächsten Spieler. Ich dachte schon an Fafa Picot vom FC St. Pauli, also der neue Mann, der jetzt im Sommer kam. Aber wir haben ja eigentlich Flügelspieler und so lange wird Leverenz ja auch nicht fehlen. Der fehlt ja jetzt nicht die ganze Saison, dass wir da gucken müssten, sondern
ja, spielen wir das jetzt einfach erstmal mit Leveren, mit Janzer, und die Saison ist ja auch noch lang, oder das Transferfenster ist ja auch noch lang. Das darf man gar nicht vergessen. Wir sind ja noch vergleichsweise früh. Wir haben ja, glaube ich, noch nicht mal den, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, noch einen Monat Zeit jetzt, um die Mannschaft zu formen und um die Transfers abzuschließen. Oh, klasse gemacht von Iako. Und dann nächster Fehlpass. Schade. So, jetzt mal hier gleich mal vorne drauf gehen. Auf Saka, schade. Manchmal klären die dann ja ins Aus. Ah, jetzt war ich da zu langsam und jetzt ist da die Seite relativ offen, aber das hat Siebschlag gut gemacht. Nein, nein. Ja, gut von Schnellert, auch wenn der Ball jetzt nicht so dolle war. Aber zumindest die Feder jetzt gleich mal wieder vermieden. Ah. Ja, ja, nicht gut nachgesetzt dann. Und den Ball verloren. Nein, oh, was macht er denn da? Darf da so viele Haken schlagen? War jetzt bis hier noch keine gute Partie, aber wir hätten zumindest den nächsten Punkt bis hierhin. Oh nein, Kaufmann, ja. Und da ist, ja, schade. Nimball hat aufgepasst. Mal schnell, mal sehen, wie schnell sich das rumspricht mit Manuel Schäffler da vorne, weil ich meine, ja, das war ja schon eine ganz gute Leistung. Und Weidlich war für mich jetzt der Mann des Spiels. Also wer sich da auch, das hat er auch schon gegen, oh nein! Ein bisschen Glück gehabt, aber das war jetzt auch nicht wirklich gefährlich davon, so guter Pasu. Also Weidlich war für mich der Mann des Spiels, zusammen mit Schäffler. Das waren sicherlich die beiden Besten im ersten Spiel gegen Halleschen FC, aber wir haben ja, glaube ich, auch 6 Spieler in der 11 der Woche gehabt. Also das wurde auch richtig so aufgenommen, dass wir da wirklich eine Bombenleistung gezeigt haben zum Auftakt. Hat mich gefreut, dass das so funktioniert hat. Erhöht natürlich den Druck jetzt auf die kommenden Aufgaben oder für die kommenden Aufgaben. Ja, nein. Na, einmal rüberspielen. War vielleicht jetzt ein bisschen zu träge, aber was soll's. Janzer. Und das war auch schon der erste Durchgang. 3 Minuten gab's obendrauf. Das ist ja auch vergleichsweise wenig. Und, ja, ich lasse jetzt einfach mal diese Zwischenergebnisse. Ich meine nur, Osnabrück führt gegen Lübeck, wenn ich das richtig gesehen habe. Das also mal interessant, weil Lübeck ja auch Tabellenführer war. So, zweiter Durchgang. Ich lasse alles unverändert. Weidlich kommt wie immer so nach einer Stunde, pipapo. Und dann wollen wir mal schauen. Aber erstmal hinten aufpassen. Matuschka, nein, das darf nicht passieren. Guter Pass von Schäffler, noch rübergekriegt. Oh, der war zu scharf für Iako. Den konnte er nicht kontrollieren. Ja. Aufgehen, wie schon gegen alle anderen. Das war ja immer das, was uns bislang ausgezeichnet hat. Wenn wir uns die Bälle geholt haben und dann ganz schnell nach vorne spielen. Oh, erste Chance für Kronheim, sich mal zu zeigen. Hat er ganz gut gemacht. Aber da ist der nächste Fehler. Schade. Jetzt da dranbleiben. Schade. Ja, das war mal gut. Ball geholt. Und jetzt weiter. Janzer. Muss den Haken machen, weil ich da nicht durchkam. Und dann ist da Ledgerwood da.
Matuschka, nächste Flanke, nicht gut abgewehrt, aber Niaco ist da. So, Janzer. Ah, nächster Fehlpass, schade. Und Schäffler holt ihn sich nicht wieder. Es wird Zeit für Dennis Weidlich. Aber nicht, wenn wir die Feder hinten machen. Ich mach das jetzt. Also, ich nehme auch wieder schneller draus. Der läuft unheimlich viel im Mittelfeld. Wir sehen das hier. Das ist immer dieses, was ich schon erzählt hatte, dass man halt die Spieler immer behält und dann dahinterher geht und dann resultiert daraus, dass halt dann irgendwann einmal einer völlig K.O. ist. Das ist in dem Fall dann Schnellert gewesen, den ich halt wirklich sehr oft auswähle. Ihr habt das auch gesehen. Weidlich drin, wir machen also im Prinzip nichts Neues. Da ist er gleich am Ball. Raus für Janzer, der für mich im Moment auf der linken Seite noch nicht wirklich sich eingefunden hat. Oh nee, komm. Also, man kann es dann auch mal übertreiben und der lässt sich da auch noch Zeit. Jetzt wechseln sie auch noch doppelt. Also, ist bis hierhin eine ganz merkwürdige Partie, bei der es offensiv irgendwie nichts gibt. Kohlmann, klasse. Jetzt den Ball noch rüberkriegen. Schäffler, Zusammenspiel mit Janzer. Muss jetzt mal eine gute Flanke schlagen. Ah, kommt da wieder nicht durch. Habe ich den eben Manuel genannt? Damit meine ich natürlich Schäffler. Und jetzt bleibt Janzer verletzt liegen. Leute, wollt ihr mich verarschen? Also sorry, das kann doch nicht mehr sein. Jetzt ist Janzer verletzt. Super, toll. Können wir halt jetzt den nächsten reinbringen. Jetzt ist es Zeit für Salem. Neuer Flügelspieler. Schauen wir einfach mal, wie das jetzt läuft. Und hoffen einfach mal, dass Janzer irgendwann nochmal wiederkommt, weil sonst wird es echt langsam ein bisschen mau im Kader. Also Leverenz, Kegel, Janzer, Krause ist wieder da, aber noch angeschlagen. Na, das ist ja mal ein Saisonstart, den haben wir uns ja auch so gewünscht. Und im Moment hier ein Unentschieden gegen Cottbus, das ist vielleicht noch ein gutes Ergebnis, aber ja, das ist doch, also eigentlich bin ich ungern jetzt jemand, der nach jedem Spiel erstmal gucken muss, wie es im Krankenstand aussieht. Und wie viele Spieler wir eigentlich noch haben. Jetzt tendiere ich gerade doch so ein bisschen. Also hoffen wir, dass der bald wiederkommt, der Janzer. Aber so allmählich gehe ich dann doch in die Richtung, wir brauchen nochmal jemanden auf der Seite, weil scheint ja jetzt nicht so das gute Omen zu sein. Das ist übrigens, nee, es ist noch gar nicht Salem. Wo ist denn der eigentlich gerade? Hä? Haben wir noch gar nicht gewechselt? Ist der jetzt gerade... Oh, Weidlich. Klasse, den Ball zurückgeholt. Und jetzt gibt's Freistoß und... Nein! Nein, seht ihr das? Oh, hoffentlich kann jetzt... Nein, das wäre es doch. Ich glaube, er sieht gelb. Er versucht hier gerade weiterzugehen. 10 Minuten bleiben uns übrigens noch. Und ich habe das Gefühl, Weidlich steht schon wieder. Weidlich steht. Freistoß, Schäffler. Oh, der ist zu weit. Schade. Es bleibt dabei eine ganz schwierige Partie. Bis hierhin, irgendwie. Ich meine, ich habe keinen Ball aufs Tor gekriegt von, bei den Cottbusern. Wer auch immer da im Tor steht, seht ihr nicht mal das, weiß ich. Das ist ein schlechtes Zeichen. Entweder ja Lück oder Renault. Aber vielleicht jetzt! Oh, ist der Drehung. Schade. Ich meine, es ist ja noch Zeit. Niaco. Ah. Und plötzlich entsteht hier nochmal so ein bisschen was wie Druck auf das Cottbuser Tor. Kommt jetzt mal für den nächsten Verletzten. Spielen wir jetzt hier noch ein gutes Spiel zu Ende. Salem. Die kommt nicht an, aber schon ist der nächste Ball wieder da. Diesmal bei Siebschlag. Bessere Flanke, schöner Kopfball. Ja! Ja, Mann! Schäffler! Ist das geil! 89. Bam! Wir haben Verletzten, aber scheiß drauf, Mann. Tut mir leid. Oh!
Ja! Wunderbarer Kopfball. Manuel Schäffler, drittes Tor. Und jetzt irgendwie hinten reinstellen. Verteidigen. Ich stelle mich ein bisschen defensiver ein. Aber jetzt, oh nein. Puh, jetzt gehen wir aber hier, jetzt fange ich hier gerade an, richtig nervös zu werden. So ein beschissenes Spiel und dann, na, spiel den Ball da weg. 5 Minuten Nachspielzeit. So ein heftiges Spiel und dann, also nichts gemacht und dann haben wir diese eine Aktion da vorne und dann haut Schäffler den aber richtig rein. Sehr cool. Ganz klasse. Nächster Angriff. Schäffler wird zu Fall gebracht. Weiterspielen. Mit Salem. War auch beteiligt. Nächste Flanke. Die ist gut. Weitlich aus der Drehung. Oh, und jetzt gibt es, glaube ich, nachträglich noch Gelb für die nächsten Cottbusser. Aber Schäffler. Huh. Oh, aber Halleluja. Was für ein Tor. Und wir kriegen noch eine Ecke. Kurz ausführen. Bloß nicht jetzt diesen Konter kassieren. Schäffler. Jetzt nochmal reinbringen. Ja, Zeitpunkt war nicht gut. Trotzdem, das ist die Chance. Nochmal abgelegt. Und das ist das zweite Tor. Das ist die Entscheidung. Und es macht Konrad. Alter. 2 Tore in der Schlussphase. Und wir gewinnen auch gegen Cottbus. Boah. War das... Nein, war kein Abseits, weil da Mörle steht. Habt ihr es gesehen? Da steht Mörle und hebt das Abseits auf. Und das ist der Sieg gegen Cottbus. Leute, nichts aufs Tor gerichtet. Und jetzt haben wir gewonnen. Wie ist denn das bitte hier überhaupt noch zu verstehen? Konrad macht das Tor. Unser neuer Mann, das war jetzt eben nicht Konrad, das war Siedstark. Aber hu, jetzt mal durchatmen, alle einmal runterkommen. Und ich hoffe, dass Janzer sich nicht verletzt hat. Also Lübeck hat tatsächlich verloren, habe ich gerade gesehen. Und Janzer wird für 3 Monate ausfallen. Okay. Das heißt, jetzt werde ich doch nochmal etwas aktiv werden. Wir haben jetzt nämlich schon den zweiten auf der linken Seite, den wir verloren haben. Und das heißt, ich werde jetzt erstmal Salem reinstellen müssen. Aber aufgrund der ganzen Verletzten bin ich jetzt doch nochmal quasi gezwungen zu handeln. Zumal ja auch jetzt die ganzen englischen Wochen anstehen. Und das heißt, ich werde jetzt doch nochmal meine Idee durchsetzen mit Fafa Pico vom FC St. Pauli. Ich werde da mal eine Anfrage schicken für eine Laie. Und ich würde sagen, was heißt eigentlich Kurzleihe? Ist das eine halbe Saison? Ne, ich finde schon eine ganze... eine ganze Saison. Obwohl, eine halbe Saison passt eigentlich besser. So ausgeliehen für die Hinrunde und dann geben wir ihn wieder ab. Das mache ich jetzt mal. Angebot absenden. Ach, unser Gehaltsbudget reicht nicht aus. Ja, gut. Dann werde ich jetzt mal versuchen, das mit diesem Transferbudget umstoßen zu machen. Aber wie kann ich das denn dann verschieben? Das ist doch auch... Moment. Kann ich das verschieben? Ah, was machen wir denn jetzt? Das ist doch... Oder wollen wir es mit Salem probieren? Leute, ich lasse das jetzt erstmal so. Und wir sind übrigens weiterhin Tabellenführer vor Köln und Münster und Osnabrück ist auf Platz 4. Unser Budget reicht nicht aus. Wie kann ich das... Moment. Ich probiere das jetzt mal. Betrag, dass ein aktuelles Transferbudget nicht ausreicht. Aber wir brauchen doch keinen Transfer, wir brauchen das Gehaltsbudget. Das hier ist das Gehalt. Naja, wir müssen eben im Prinzip Hartmann loswerden. Wo ist denn das bei Spieler verkaufen? Was ist da noch? Transferverhandlung? Nein, Spieler verkaufen. Hartmann, wo ist er? Steht doch immer noch auf unserer Liste. Ach, den habe ich wieder rausgenommen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt Hartmann... Jetzt habe ich den wieder... Moment. So, den setzen wir wieder auf die Transferliste. Und das wurde mir auch in einem Kommentar gesagt. Und das heißt, jetzt müssen wir erstmal weiter simulieren. Bis zum Spiel gegen Würzburg. Wir haben leider keine Anfrage. Schauen uns mal kurz das Team der Woche an. Wo wir übrigens in diesem Mal nicht vertreten sind. Macht aber nichts. Und
Ja, das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit Salem auf der linken Seite das nächste Spiel bestreiten. Das heißt, Guda wird vermutlich aufrücken. Vielleicht ist ja auch Krause fit für das Spiel gegen Würzburg. Das war der Part für heute. Ein gutes Spiel, oder nein, was heißt ein gutes Ergebnis gegen Cottbus? Zwar kein gutes Spiel, aber die Freude ist so in Grenzen, aber immerhin haben wir gewonnen. Und jetzt geht's also gleich nach Würzburg. Die Mannschaft, seht ihr, das ist nicht mal alles ganz auskuriert. Bei Schnellert. Also da müssen wir vielleicht sogar mal wechseln, aber das werde ich dann im nächsten Part machen, wenn wir zu Gast sind bei den Würzburger Kickers. Und das war es erstmal für heute. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen auf der linken Seite. Hat jemand eine Idee, wie man das Gehaltsbudget verändern kann? Kann man das vielleicht verschieben? Ich schaue da nochmal ganz kurz. Nein. 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 Also hat jemand eine Idee, wie man das verschieben kann? Aber in jedem Fall gucke ich da im nächsten Part. Das war es erstmal mit dem Spiel heute gegen Cottbus und dem danach. Hoffen wir, dass es jetzt nicht weitergeht mit den Verletzten. Ansonsten wird es nämlich echt langsam eng. Und vielleicht will ja auch noch jemand unseren Spieler kaufen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.